Und was ist das Spektakuläre an diesem Erwachen? Es wird immer noch interessanter. Ich bekomme so viele neue Inputs für unser neues menschliches Dasein auf dieser Erde, an dem ich dich natürlich sehr gerne teilhaben lasse, Schritt für Schritt. Und unter anderem auch dieses besondere Erwachen, das am, und das ist auch eine Seltenheit, dass die geistige Welt ein Datum nennt. Der 28. und 29. März haben ganz besondere Energien in sich, um uns Menschen noch mehr erwachen zu lassen oder auch viele andere Menschen erwachen können, und zwar so, dass es für sie passend ist. Also das heißt übersetzt nicht, dass dann ein Mensch plötzlich die geistige Welt sieht, der noch nie etwas mit der geistigen Welt am Hut hatte oder sich für sie interessiert hatte. Also absolut nicht. Da werden wir schon dementsprechend immer von der geistigen Welt behandelt, damit wir mit dem Neuen, das denn da so in diesem Jahr wirklich immer mehr in unser Leben tritt, sehr gut umgehen können. Und die geistige Welt bezeichnet immer wieder die, die mich begleiten, die neuen Menschen, obwohl wir im Grunde nicht neu sind, sondern einfach in einer Umwandlung drin sind, mit der wir ein bisschen besser umgehen können als vielleicht andere und die anderen dann von uns angesteckt werden, so im positiven Sinne gemeint, mit der Lebensfreude, mit dem Spaß am Leben und mit diesem neuen Umgang in unserem Körper. Nun, dieses Erwachen. Ja, was ist denn so dieses Spektakuläre an diesem Erwachen? Wie du schon hörst, es sind mehrere, die stattfinden in diesem Jahr und insgesamt sind es vier. Wann genau die anderen drei stattfinden, weiß ich nicht und ich weiß auch nicht, ob ich genaue Datum erhalte, wie jetzt hier der 28. und 29. Was ist denn nun dieses Spektakuläre? Eben, dass es nicht spektakulär erscheint im Außen, aber sich vieles in dir tut. Und du selber spürst schon seit längerem, dass da etwas ist in dir. Aber am 28., 29. Kann es für dich so konkreter werden? Kann es sein, dass du endlich weißt, wer du bist? Wir wissen, wer wir sind, aber der Glaube daran, dass wir dieses und jenes können, dass wir Selbstheilungskräfte haben, die 100% aktiv sind, der Glaube daran fehlt uns noch. Und es geht im Grunde auch darum, schau, ein kleines Beispiel. Es geht im Grunde auch darum, dass wenn du am Morgen aufstehst und in den Spiegel schaust und hoffentlich nicht erschrickst, wer oder was du da siehst, dann beginnst du auch nicht im Spiegel was zu verändern und den Spiegel zu kämmen und den Spiegel zu schminken, oder? Du veränderst dich selbst. Und auch das ist dieses Erwachen, damit wir uns nicht mehr verändern können, brauchen, müssen, sondern uns vollenden können von dem, was wir jetzt in der letzten Zeit gemacht haben. Und dieses Erwachen, in uns wach werden, steckt natürlich auch die anderen Menschen an. Da kann es sein, dass du in die U-Bahn steigst und einfach ein inneres Lächeln hast, ohne dass du die ganze Zeit grinsend durch die Gegend läufst. Und in dieser U-Bahn wirst du plötzlich angeschaut mit so liebevollen Augen von Menschen, die vielleicht vorher grimmig reingeschaut haben und dich grimmig angeschaut haben. Und plötzlich bekommst du von denen ein inneres Lächeln durch die Augen und plötzlich beginnt dann auch das Gesicht zu verlächeln. Okay.
Versprecher haben es oft in sich. Was es denn jetzt noch in sich hat mit diesem Erwachen am 21.3. Also am 28. und 29.3. darauf geht jetzt die geistige Welt konkret beim Channeling ein. Und warum dieser Versprecher war, 21.3., das werden Sie uns sicher auch gleich erzählen. Dann bis gleich. Tschüss. Wir übernehmen hier ein herzliches Grüß Gott in freudiger Erwartung, du bist und es auch sein kannst, absolut. Bestätigung, du erhältst von unserer Seite, dass diese freudige Erwartung sinnbringend ist und bleiben kann. Enttäuschungen weniger werden in deinem Leben, denn oft bist du enttäuscht worden, hast dich auch auf etwas gefreut und dann kam es nicht in Erscheinung. In deinem Leben, in deinem Innersten, du hast nicht erlangt, was du geglaubt hast, erreichen zu können und so weiter. Durch viele Enttäuschungen bist du hindurchgegangen und genau dieses Erwachen hat damit zu tun, dass Enttäuschungen weniger werden, weil du in einer Schwingungsfrequenz bist, wo du nicht mehr enttäuscht werden kannst, nicht mehr enttäuscht werden könntest. Die Annahme von dieser hohen Frequenz hält dich noch in Demut. Du erlaubst dir noch nicht, dieses eine oder andere zu erreichen, zu haben, haben zu dürfen, was dir genommen worden ist. Darum am Anfang auch dieses Grüß Gott, was dir etwas fremd erscheint, dass du es aus Sandras Mund hörst. Und doch grüße ich Gott in dir, weil du dieses bist. Ein höheres Wesen, höher als du denkst, mit einem Wissen in sich, mehr von diesem Wissen für dich verkraftbar und verarbeitbar wird. Das heißt übersetzt, dass du immer mehr bereit bist für dieses Wissen, das in dir ist, weil du jetzt immer mehr damit umgehen kannst, es in dir verarbeiten kannst. Und darum hat es auch benötigt, dieses lange Prozedere, diesen langen Prozess des neuen Körpers, diese Lichtkörpersymptome. Und noch sind sie nicht ganz abgeschlossen, noch nicht vollendet und noch nicht rund. Aber du kannst inzwischen damit umgehen und das ist gut so. Der neue Körper ist da, die kristalline Struktur ist verankert, du bist Kristall und lernst jetzt in diesem Jahr immer mehr damit umgehen und darum sind auch mehrere Erwachensprozesse notwendig, damit du nicht überfordert wirst, damit deine Mitmenschen nicht überfordert werden. Es wird nicht dieses Erwachen geben, dass vom einen Tag auf den anderen alle Menschen anders sind, in Liebe sind, in Achtung sind, miteinander. Denn der eine oder andere möchte noch in der dritten Dimension bleiben und gewisse Erfahrungen dort sammeln, mit Krankheit, Sorgen, Ängste, Ärger, Wut und so weiter. Auch du wirst noch mit Werk, Ärger, Wut, Ängste, Sorgen, Krankheit zu tun haben, wenn du das möchtest. Der freie Wille des Menschen geht stets vor. Auch wenn du vom Kopf her das eine oder andere nicht willst, ist dieses noch ein oberflächliches Denken deiner.
Das Ego verändert sich, deine Gedanken verändern sich. Und hier der erste Tipp von uns an dich. Erstens, bist du vollkommen richtig, so wie du bist. Und zweitens, hab ein bisschen mehr Geduld mit dir selbst. Denn du bist ein Perfektionist. Vielleicht auch unbewusst, mal mehr, mal weniger. Du möchtest es gut machen, du möchtest es richtig machen. Du möchtest das Richtige glauben, du möchtest das Richtige denken, damit es dir gut geht. Und doch bist du in der Dualität, auf der polaren Ebene, wo es die Dualität gibt und es auch vorkommen kann, dass es dir mal nicht gut geht, dass du auch mal weniger gute Gedanken hast. Aber der Glaube ist immer der richtige, weil dieser wechselt zu dir in dein Innerstes. Du glaubst an dich selbst immer mehr. Und hier dient dieses Erwachen der 28. und 29. März 2024. Was sollst du denn nun an diesem Tag Besonderes tun? Nichts. Denn es wird nicht so spektakulär sein, wie du erhoffst. Denn ihr Menschen glaubt immer noch, es muss spektakulär sein, damit etwas geschieht. Aber wäre das der Fall, wäre es spektakulär, würdest du auffallen, verstehst du? Und dann hätten die Dunklen wieder eine Möglichkeit, dann hätten die Politiker oder das alte System wieder eine Möglichkeit, dich versuchen klein zu halten in Form von Angstverbreitungen, der Krankheit, der Preiserhöhung, der was weiß ich, welche Ideen ihnen noch in den Sinn kommen. So ist es gut, wenn etwas auch mal dezent abläuft, ohne dass es auffällt. Aber in dir weißt du, was du machst, kannst und geschieht. Und etwas immer richtig machen wollen, hör dieses auf, so gut es dir möglich ist. Denn auf diese Art und Weise setzt du dich unter Druck, unter Zwang. Erlaube dir, dass das Leben dir bringt, was für dich passend ist. Denn das Leben weiß mehr, noch weiß es mehr über dich selbst. Doch die Weisheit und das Wissen in dir kommt immer mehr zum Vorschein. Und dann kannst du auch das Leben ganz bewusst beeinflussen, manipulieren, indem du bewusst manifestieren kannst. Manipulation ist für euch Menschen etwas Negatives. Ist dem so? Ist es negativ? Kann der Mensch nicht jemand anderer auch positiv manipulieren? Und der andere Mensch kann sowieso nur so viel annehmen, wie er bereit ist, von dir anzunehmen. Verstehst du? Kehre dieses Wort um, Manipulation. Interpretationen von euch selbst über dich, über dein Leben, sind noch Herausforderungen von dir selbst. Aber auch hier wirst du geschult im Jahre 24 von deinem geistigen Team. Und diese Schule, die du dadurch lebst, ist angenehm für dich, weil sie dir nicht einmal bewusst auffällt. Weil sie im Untergrund, Hintergrund, Unterbewusstsein stattfindet. Da geschehen dann plötzlich in deinem Leben Dinge, die dir Freude bereiten, weil du in dieser sogenannten Schule eine Prüfung bestanden hast. Verstehst du? Auch hier Schule, Schulung, Ausbildung sind alles Dinge, die positiv genutzt werden können. Aber du interpretierst etwas Negatives darin noch. Und darum geschieht vieles im Hintergrund, und Untergrund zum Wohle deiner. Und doch geht der freie Wille des Menschen vor. Und darum
ist das Leben vielleicht noch nicht so perfekt oder der Körper vielleicht noch nicht so optimal, wie es du dir vorstellst, gerne hättest, weil da der freie Wille des Egos noch da ist. Aber ich kläre dich nur auf, ich gebe dir nur Hinweise. Rüge dich nicht. Du brauchst jetzt kein schlechtes Gefühl dir bereiten, wenn ich dir dieses erzähle. Hab Geduld mit dir, habe ich doch am Anfang erwähnt. Sei liebevoll mit dir. Was bereitet dir ein gutes Gefühl? Was bereitet dir ein gutes Gefühl? Ich, wir, die geistige Welt zum Beispiel, zumindest sollte es so sein. Deine Herzfrequenz. Und der 28., 29. kannst du genussvoll genießen. Und tue dir Gutes, was dir gute Gefühle bereitet. So unterstützt du das Erwachen auf der ganzen Welt. Weil du die Welt bist. Und der 21. März kann dir eine neue Anbindung, Verbindung zu dir selbst und deinem geistigen Team bringen. Wie geht das vonstatten? Indem du Ja dazu sagst, sofern du diesen Schritt tun möchtest. Denn bei euch Menschen ist es manchmal so, dass ihr wohl aus eurer Komfortzone hinaus wollt, ihr euch aber noch nicht so ganz traut, weil du ja nicht weißt, was da kommt, aber es kommt immer etwas Besseres hinterher. Wenn du aus der Komfortzone hinaustrittst, weil du den Mut hast, nach außen zu gehen, etwas Neues auszuprobieren, zu sehen, wahrzunehmen. Und du bist ja nicht der einzige Mensch, der dieses Prozedere durchgeht und diese neuen Komfortzonen erkundet, die nächst weitere Komfortzone erkundet. Du bist nicht allein. Sandra ist ein Kanal, der dich in diesem Bereich unterstützen kann. Es gibt viele andere Menschen, die dich in diesem Bereich unterstützen können. Du bist nicht allein. Vajus, hey, danke, danke dir für deine Offenheit, deinen Mut, deine Liebe zu dir selbst und das Aufmerksamsein, das du dir selbst immer mehr unterbreitest, ermöglichst, gibst und schenkst. Schön, dass es dich gibt. Vajus, hey, danke, danke dir, danke dir.